Hey, oh, moin. Sorry, moin. Pass mal auf. Jo, hau die Tür mal nicht so auf. Ja, was soll passieren? Ja, Türfangbank, guck mal. Du hast jetzt den Rest gegeben. Ja, zumindest sind die Scharniere noch heile, ne? Ja, zumindest etwas. Ja. Wie ihr seht, habe ich heute Jan mitgebracht als Unterstützung. Wir werden euch heute einfach mal zeigen, was an der Tür so kaputt gehen kann, wenn man da sich vielleicht auch mal dranhängt. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und legen los. Alles klar. Ja. Ja, die Tür hat natürlich noch viele weitere Komponenten, wie beispielsweise das Türschloss, den Fensterhebemotor, den Spiegelarm, die Schließzylinder, ja, die habe ich eben vergessen. Und ja, die würden wir euch gerne einfach mal zeigen, worauf man achten muss, ein paar Tipps und Tricks geben. Und ja, ich würde sagen, helfe ich mal und hol mal Werkzeug. Da seht ihr schon, irgendwas stimmt da nicht. Der ist laut, der Motor, oder der quält sich ganz schön. Entweder sind die Führungen nicht in Ordnung, das kann man eigentlich relativ schnell nachvollziehen, indem man das Fenster so ein bisschen kippt. Das ist in Ordnung. Somit vermute ich den Fehler hier am Fensterheber oder hier an den Führungen. Von daher tauschen wir den gleich mal aus und gucken mal, dass wir das wieder in Stand gesetzt kriegen. Ja, hier ist es ganz wichtig, dass ihr die Scheibe oben mit Kreppband sichert, weil, wenn ihr das nicht tut, würde die Scheibe nach unten wegfallen, weil der Fensterheber halt das Einzige ist, was die Scheibe unten absichert. Somit hier schön Kreppband dran, lieber eins zu wenig, eins zu viel als eins zu wenig, so rum. Und wichtig dabei ist auch, nimm bitte Kreppband und nimm nicht irgendwie Paketband oder sowas, was danach auf der Scheibe kleben bleibt, danach habt ihr nur Sauerei. So, eins mache ich noch hier vorne und dann sollte das reichen. Und immer mal wieder kontrollieren, ob das noch fest genug ist. Machst du bitte mal eben die Zündung aus? Na klar. Bevor ich hier an der Elektrik rumfummel. Hast du? Ja. Danke. Bitte. Aber ich habe es geschafft. So, hier sehen wir einmal die Scheibenführung. Die Scheibenführung muss daraufhin kontrolliert werden, ob der Schlitz hier überall in Ordnung ist, ob da vielleicht auch Verunreinigungen drin sind, ob da irgendwas verbogen ist. Beispielsweise auch dieser Rahmen hier drunter. Der darf natürlich auch nicht zusammengezogen sein, sonst entstehen Schwergängigkeiten in der Scheibe. Wichtig ist auch einmal zu kontrollieren, ob die Position in Ordnung ist. Hier kann man ihn zum Beispiel noch ein bisschen hochschieben. So ist die Scheibe auch komplett geführt. Wenn die Führung nicht in Ordnung sein sollte, einmal die Ursache kontrollieren und dann gucken, was ihr machen müsst. Kann auch sein, wenn der Rahmen ganz verbogen ist, dass ihr die Tür austauschen müsst. Ist aber in den seltensten Fällen so. Hier kann man sehen, wie das Türfangband ausgeschlagen ist und sehr viel Spiel hat. Hingegen in den neuen Artikel gar kein Spiel drin ist. Die Buchse lässt sich beim neuen Artikel sehr gut reindrücken und ist sehr gut beweglich. Hingegen beim alten Türfangband sehr viel Spiel drin ist. Die Schäden an den Türfangbanken kommen daher, wenn die Tür aufgeschlagen wird oder halt, wenn ein Windstoß von hinten kommt und die Tür zu sehr aufdrückt. Aber auch der normale Verschleiß durch Tür auf und Tür zu begünstigen den Verschleiß des Artikels. Ja, bevor wir den Artikel einbauen, gucken wir uns noch mal die Türscharniere an, ob die ausgeschlagen sind. Hier, der Türgriff macht schön Geräusche. Aber das ist nicht der Türgriff selber, das ist der Bautenzug hinten. Dann baue ich den auch mal aus. Das Türschloss kommt auch mit neu hier oben. Bauen wir auch mit aus. Das schließt auch nicht mehr richtig. Gucken wir uns mal alles zusammen an, bauen das mal aus. Ja. Mache ich jetzt auch mal, bevor ich den Fensterheber einbaue, weil jetzt haben wir hier genug Platz. Und dann gucken wir mal,
woran das hier liegt. Ja, hier haben wir das alte Türschloss. Wir gucken mal eben. Ich habe das eben schon einmal. Diese Bautenzucht geht relativ schwierig. Ich baue den Bautenzucht hier mal aus, um zu gucken, ob es am Bautenzucht selber liegt. Oder ein Türschloss, Bautenzucht. Ja, das sieht gut aus. Der funktioniert. Türschloss. Geht so. Also Funktion ist nicht gegeben. Dadurch hat man halt eine relativ schwere Betätigungskraft. Das tauschen wir aus. Hier sehen wir, hier ist noch ein Elektromotor dran. Dieser Elektromotor hat funktioniert, das haben wir vorher kontrolliert. Den bauen wir jetzt noch an unseren Artikel um. Genauso wie den Bautenzug und einmal diese Stange. Und dann können wir das wieder einbauen. Wichtig ist immer darauf zu achten, dass die Bautenzüge spannungsfrei verlegt werden, damit da halt keine Spannungen entstehen, sodass die Bautenzüge in sich schwergängig sind. Hier immer darauf zu achten bei den Türschlössern an sich, dass wir halt Fett nehmen, um halt die Schmierstellen sozusagen oder die Gelenke zu fetten. Ja, und ansonsten können wir es so wieder einbauen und dann sollte die Funktion wieder gegeben sein. Hier haben wir den Türgriff liegen. Hier sieht man schon, die Schrauben sind verrostet. Hier sind auch Schwergängigkeiten, deswegen machen wir den neu. Hier oben ist der Schließzylinder verbaut. Der muss umgebaut werden. Man könnte ihn natürlich auch erneuern. Den haben wir auch im Programm. Allerdings ist der in diesem Fall in Ordnung. Und aus dem Grund werden wir ihn dann halt ja, umbauen. Aber wo ich den gerade hier so liegen sehe, Schließzylinder sehen sich ja alle ein bisschen ähnlich und um zu wissen, ob es der richtige Schließzylinder fürs Fahrzeug ist, könnt ihr euch gerne an unserem Helpdesk wenden und mit der 17-stelligen Fahrgestellnummer, dann prüfen wir das, ob es zum Fahrzeug auch passt. Genau. Wichtig ist halt, dass es 17 Stellen sind, weil ansonsten können wir nichts rausfinden. Ich habe den Schließzylinder jetzt umgebaut, wir bauen ihn ein und sehen weiter. Wir sind fertig mit der Arbeit, Funktionstest haben wir durchgeführt, kein Fehler festgestellt. Somit wollen wir euch jetzt einfach gerne nochmal ein paar Artikel aus dem Sortiment zeigen. Beispielhaft, hier haben wir ein Türgummi, das haben wir auch in verschiedenen Formen. Ist halt dazu da, die Tür abzudichten, ja, kann auch mal einreißen, könnt ihr euch das gerne bei uns bestellen. Dann haben wir hier noch verschiedenste oder einen Türgriff mit einer anderen Variante. Wir haben ja vorhin schon einen gesehen, den wir verbaut haben. Hier haben wir dann noch verschiedenste Bedienelemente. Ich zeige dir mal alle drei in die Kamera. Das sind halt verschiedene Varianten von Bedienelementen. Ja, für verschiedene Fahrzeugvarianten haben wir noch diverse im Programm. Hier haben wir dann noch Türschlösser, Transporter und einmal eine ältere Variante von LKWs. Und ja, was hast du da noch Schönes liegen? Ja, ich habe hier zum Beispiel einen Temperatursensor. Der wird am Spiegel angebracht, um die Außentemperatur zu messen. Und hier haben wir einen Fensterhebermotor, wo wir auch unseren eigenen entwickelten Prüfstand dafür haben. Ja, und diverse Seitenscheiben, Transporter oder LKW. Ne? Diese sind einzeln und sicher verpackt, damit die auch heile bei euch ankommen. Ja, und hier haben wir jetzt eine große Tür. Ja, mit passender Türverlängerung. Genau, die geben wir mal eben rüber. Und die schneiden wir mal eben auf. Ja, und mit dieser Tür wollen wir uns auch von euch verabschieden. Hat wieder Spaß gemacht. Ja.
wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Ja, und ich würde sagen... Ja, Helpdesk, ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt, immer die Fragestellnummer angeben, die 17-stellige Nummer. Damit können wir besser helfen und auch schneller Aussagen treffen. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.